Hey Leute, willkommen zurück zu Slay the Spire. Wir schauen uns gerade noch mal ganz kurz die Karten an. Und zwar, was mich ein bisschen ärgert, ist, dass ich keinen Wirbelwind bekommen habe. Ich glaube, ich hatte im ersten Akt hätte ich Spalten zur Auswahl gehabt. Ich glaube, die heißt Spalten mit diesen 8 Damage an allen Gegnern. Jetzt, wo ich Stärke habe, wäre das natürlich auch noch eine nette Karte gewesen. Ich glaube, die muss ich mal öfter mitnehmen. Vor allen Dingen, wenn ich ihn hier spiele, dann spiele ich ja die meiste Zeit schon doch Richtung Stärke. Und ja, das müssen wir jetzt erstmal so ein bisschen mit einem Bumerangschwert vielleicht kompensieren. Und wenn wir dann genug Stärke haben, dann können wir damit auch ein paar Gegner schon rausnehmen, die nicht so viel Leben haben. Und zwei Waffenkampf könnte ich damit vielleicht auch noch kombinieren, um halt noch mehr Flächenschaden zu machen, beziehungsweise Doppeltreffer. Also da haben wir schon ein paar Möglichkeiten, aber es ärgert mich trotzdem, dass ich halt keine Karte bisher hier so drin habe, die dann Flächenschaden macht. Gerade dann gegen diese schwarzen Blobs, die man alle gleichzeitig erledigen muss. Aber gut, je länger sich der Kampf dann hinzieht und wenn ich keinen Schaden bekomme und ich habe Dämonenform gespielt, dann erledigt sich das Problem auch irgendwann mit der Zeit von selbst, weil dann mache ich so viel Schaden, dass das dann auch keine Rolle mehr spielt. Und wir starten jetzt mal, wir starten in der Mitte. Da wäre direkt auch noch ein Shop, da wäre auch noch ein Shop und ja, wir haben jetzt auch nicht so viel Gold. Ja komm, wir starten in der Mitte und je nachdem, wie es jetzt in den ersten zwei Kämpfen hier so ein bisschen läuft, müssen wir einfach mal gucken. So, aufrüsten ist schon mal ganz nett. Geisterrüstung spiele ich auf jeden Fall auch schon. Metallschicht spiele ich auch auf jeden Fall. Und ich muss die hier halt schon möglichst schnell erledigen. Den aber auch, weil der wirft dann immer mehr Schaden zurück. Ja, dich könnte ich schon erledigen. Ich nehme erstmal Nimbus gelassen und wir kriegen Verteidigen. Gut, aber wir können dich ausschalten. Gut. So, das können wir dann auch blocken. Ja, jetzt ist er schon bei 8. Bumerangschwert ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Ich würde mal, ach, das ist so doof, weil du explodierst jetzt gleich und ich kann halt es wird trotzdem nicht reichen. Bumerangschwert ist mir halt ein bisschen zu riskant. Dann kriege ich halt zu viel Schaden zurück. Ihr könnt jetzt Doppeltreffer und Niederreißen spielen. Weil das wäre dann halt auch nur 24 Damage. Handkarten erschöpfen ist halt auch keine Option. Ich spiele jetzt Dämonenform. Ja, aus Mangel an Alternativen. Okay, wir nehmen es total gelassen. Wir können nochmal Aufrüsten spielen und ich probiere das jetzt, glaube ich, über Moloch. Dann kriegen wir so keinen Schaden mehr, beziehungsweise du machst jetzt schon 12. Das wären dann 21, das wären 13. Ja, dann machen wir das so. Leider ist der eine jetzt explodiert. Da wäre natürlich wieder so ein Flächenangriff echt gut gewesen. Aber da braucht, ja, okay, das hätte dann auch von der Stärke her gefehlt. Rauchbombe ist auf jeden Fall schon mal super. Niederreißen aufgerüstet würde ich jetzt nicht mitnehmen. Und die ganzen anderen Sachen. Ich habe jetzt 20 Karten. Ich habe jetzt nicht unbedingt so viel Karten. Oh. Gut, ich habe Nimbus gelassen. Aber das war es dann auch schon. Gut, ich habe es zweimal, aber trotzdem ist jetzt nicht so dolle. Gut, dann gucken wir mal. Meine Freunde und ich hätte. Und es kommt jetzt, glaube ich, schon hier wirklich drauf an, dass ich möglichst früh in dem Kampf die Dämonenform kriege. Sonst kriege ich halt gerade gegen mehrere Gegner echte Probleme. Moloch. Ja, okay. Ist erstmal okay. So, gerade wenn die dann alle angreifen wollen. Doppeltreffer wäre natürlich jetzt schon. Es wird halt trotzdem nicht reichen. Ja gut, das wäre das. Okay.
ganz ehrlich, ich nehme jetzt hier die Rauchbombe. Weil das fange ich mir jetzt dann nicht. Das sehe ich nicht ein. So. Gut, wir hätten da Events. Wir haben da auch, ich glaube, na, wir haben nicht so viel Gold. Deswegen, ich würde schon eher sagen, wir probieren das jetzt hier mal über die rechte Seite. Und nehmen dann hier den Shop mit. Und da oben müssen wir mal gucken, wo wir lang gehen, je nachdem, wie es denn läuft. Wir können mal wieder was opfern. Die Frage ist halt, könnt ihr jetzt den Schlag auch noch rauswerfen, den letzten? Und ja, das machen wir so. Gut, hier gibt es auch nochmal einen Shop. Und wie wir sehen, so ein Blocktrank wäre natürlich ganz nett. Muskelspiel, die ganzen anderen Sachen. Entweder ist das irgendwie alles zu teuer. Wir haben jetzt 128. Ich nehme jetzt nochmal einen Blocktrank, weil mit 24 Block dann, das ist halt schon... Und dadurch, dass ich das Relikt genommen habe, sollte ich das eigentlich dann auch schon nutzen. So, aufrüsten, Metallschicht. Moloch ist halt so ein bisschen... Ja, wer... Wobei, nee, ich nehme Doppeltreffer und ich nehme Blutbad. Da müsste dann Moloch erstmal rankommen. Okay, Geisterrüstung. Einmal Schmettern, einmal Bumerangschwert. Die Mondform spiele ich jetzt auf jeden Fall. Und den Rest, gut, ich könnte nehmen. Ja, das brauchen wir halt alles gerade mal gar nicht. 33. So, wir haben auf jeden Fall. Wir können, also ich werde auf jeden Fall Niederreißen spielen. Nimm's gelassen, spielen wir auch. Nimm's gelassen, spielen wir nochmal. Dann haben wir 14. Dann kommen wir auf 18. Dann würde ich mir auf jeden Fall den Trank, den Blocktrank erst nochmal aufheben. Aufrüsten, ja bitte. Einmal verteidigen, ja bitte. Und... Ich nehme Blutbad. Den Schaden können wir dann auch fast komplett blocken. Gut, Geisterrüstung spiele ich auf jeden Fall. Wir haben jetzt hier 9 Stärke, dann spiele ich auch schon Ekstase, auch wenn jetzt erschöpft wird, aber der hat eh nicht mehr so viel Leben. Ich muss jetzt halt gucken, dass ich den möglichst schnell möglichst viel Schaden mache. Dann machen wir das lieber so. 11 mal 4, okay. Hm. Das ist alles gerade so ein bisschen... Ja. Ja, okay. Dann machen wir das so. Und das ist halt auch nur im selben Zug. Moloch konnte ich wieder nicht spielen. Da ist der Trank auch schon wieder weg. So, einmal das bitte. Einmal das bitte. Einmal Blutbad. 14 mal 5. Ach. Ist jetzt auch nicht so toll. Ich kann dich halt jetzt... Ah, ist das doof. 35, 100... obwohl. So. Genau. Und genau für sowas brauche ich halt möglichst früh die Dämonenform, damit ich dann mir nicht sowas nochmal fange irgendwann. Bluttrank ist auf jeden Fall super. Hier hätten wir nochmal Nimbs gelassen. Zwei Waffenkampf, nee. Ich nehme jetzt nochmal Nimbs gelassen mit. Weil ich kriege halt auch irgendwie keine stärkeren Blockkarten. So. Dann können wir uns hier ausruhen oder erinnern. Ich ruhe mich jetzt trotzdem aus. Sicher ist sicher. Dann können wir hier nochmal ganz kurz schauen. Was haben wir denn? Hämokinese. Machttrank, uralter Trank, das ist alles. Prügeln wäre, ja gut, erschöpft sich, wäre mit Stärke halt auch sehr nett. Aber diese ganzen anderen Sachen. Hämokinese brauche ich nicht. Nee, und das hier, nee, das brauche ich irgendwie alles nicht.
Okay, das Doppeltreffer in Kombination mit Schmettern wäre natürlich schon sehr nett. Geisterrüstung ist natürlich jetzt ein bisschen... Ja, okay, ich nehme Doppeltreffer. Ich hatte es erst überlegt, hier einmal Schmettern zu nehmen und dann Bumerangschwert noch, aber... Das ist halt die Frage. Das wäre halt schon ein bisschen Schaden, ne? Das wäre gar nicht mal so wenig. Und er hat auch nicht so... Ja, komm, ich mach das dann so. Dann verlieren wir Geisterrüstung jetzt für den Kampf, aber wir machen das dann halt so. Okay, wir haben 6 Stärke. Wir haben Verteidigen. Du willst da Schaden machen. Ich müsste jetzt auf jeden Fall erstmal gucken, dass ich hier zweimal Verteidigen spiele. Und... Blutbad, das war's das auch schon so. Fertigkeitstrank. Spalten hätten wir jetzt hier. Adalas nehme ich nicht. Natürlich nicht. Aber ich nehme jetzt auf jeden Fall noch Spalten mit. Und ich würde gerne zum Boss kommen. Deswegen nehme ich rechts den Elite-Gegner nicht mit, sondern ich gehe jetzt hier über die linke Seite. Ja, es ist okay, aber ja, was soll ich dazu sagen? So, aufrüsten, Metallschicht. Ha. Ich könnte natürlich davon jetzt Kopien machen. Oder ich spiele nochmal Verteidigen. Ich glaube, wir machen das so. Die Mondform haben wir jetzt hier. Du machst halt schon eine Menge Schaden. Ich spiele auf jeden Fall die Mondform. Nimm's gelassen einmal. Dann haben wir 11 Block. Das wird trotzdem jetzt schon ein bisschen wehtun. Aber da kommt ja sowieso gleich noch ein Lagerfeuer. So, Geisterrüstung spiele ich auf jeden Fall. Dann spielen wir Doppeltreffer wieder in Kombination mit Schmettern. Dann passt das halt auch. Blutbad hätten wir jetzt. Niederreißen haben wir. Ja, dann mache ich das wirklich... Mache ich das wirklich so? Und dann können wir dich jetzt vielleicht auch gleich schon direkt erledigen. Oder auch nicht. Gut, aber wir haben Geisterrüstung. Doppelschlag ist natürlich mit Stärke schon auch sehr nett, aber wir haben jetzt 21 Karten. Gut, ich habe jetzt dreimal eine Karte, mit der ich eine Karte ziehen kann, aber das war es dann auch schon. Beziehungsweise wir hatten ja auch... Nee, das hatte ich diesmal, das war letztes Mal, ne? Mit diesem Würfel oder was das war, dass wenn ich angegriffen werde, eine Karte ziehe. Okay, Doppelschlag wäre halt... Mit Stärke ist das schon super, aber wir haben eigentlich... Ich behaupte jetzt einfach mal, wir machen genug Schaden. So. Was hätten wir hier? Einmal nehme ich das Stahlblitz. Mit Stärke wäre das natürlich auch nett. Und dann noch Card Draw Elan. Ja, 5 Karten spielen ist dann doch eher unwahrscheinlich. Es sei denn, ich, ja, wenn ich die mehrfach spiele. Entdeckung könnte halt auch interessant sein. Ich glaube, ich würde dann sogar... Das brauche ich eher nicht. Dann nehme ich, auch wenn sich das erschöpft, aber das klingt ganz gut. Ich habe zwar 4 Energie, aber das könnte halt auch ruhig 5 sein. Aber jetzt haben wir hier nochmal Blobs. Okay, aufrüsten. Metallschicht. Blutbad. Und einmal verteidigen. So, jetzt wieder diese blöde Situation, dass 2 Gegner angreifen.
aber ich hier die Mondform habe. Aber ich nehme auf jeden Fall die Mondform und ich guck mal. Zorn, okay, das ist. War jetzt alles nicht so toll. Entdeckung. Sven 26. Dich könnte ich jetzt für die Runde rausnehmen. Dich kann ich jetzt, glaube ich, noch nicht erledigen. Beziehungsweise ich könnte dir Schmettern verpassen. Aber das wird dann, glaube ich, mit schweres Schwert nicht reichen, oder? Wenn ich das einmal so mache, schweres Schwert spiele. Dann haben wir noch Bumerang-Schwert. Ist halt die Frage, ob er getroffen wird oder nicht. Verteidigen bringt es jetzt nicht so wirklich, weil dafür ist das einfach zu viel Schaden. Das hat zumindest gepasst. Okay, dann bist du auch schon fast erledigt. Kriegen wir jetzt nochmal was ab. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus. So. Dann ja, muss ich dich jetzt eigentlich schon rausnehmen. Ist ein bisschen blöd. Aber zum Glück heilen die sich halt nicht komplett wieder voll. So, das sind jetzt alles nicht so tolle Karten. Bumerangschwert, ja, das wäre schon okay. Dann könnte ich zum Beispiel Doppeltreffer nehmen und dann Bumerangschwert. Und dann passt das auch. So, Flammenwall nehme ich auf jeden Fall mit. Weil blocktechnisch sieht das halt nicht so gut aus. Und 67 Leben. Ich könnte es mir jetzt versuchen einfach zu machen und gehe durch die Mitte. Oder ich gehe links lang. Das müsste eigentlich reichen. Das ist wieder die Sache, ne? Ich muss möglichst schnell hier die Mondform kriegen. So. Doppeltreffer, Niederreißen nehmen wir direkt. Ich brauche halt die Stärke, um da so viel Schaden dann machen zu können. So, Flammenwall ist an der Stelle jetzt ein bisschen blöd. Geisterrüstung ist auch ein bisschen blöd. Sieht jetzt nicht so gut aus. Dauert. Ich hab's immer noch nicht. Ja, das ist halt. Ja, okay, das war ein bisschen blöd. Ich hätte Schmetter nehmen sollen. Weil die kann ich jetzt sowieso nicht spielen. Verdammt! Wo ist denn meine Dämonenform, bitte? Gut, das können wir einmal nehmen. Kriegen wir so ein bisschen Stärke. Jetzt. Ausgerechnet jetzt. Und jetzt macht er 30 Damage. Ja, ist klar. So, ich nehme jetzt aber auf jeden Fall trotzdem Dämonenform. Und einmal nimm es gelassen. Auch wenn ich das überhaupt nicht gelassen nehme. Ekstase könnte ich halt schon nehmen. Das ist jetzt auch so doof. Ah, Mann, Mann, Mann. Schwäche erkennen ist auf jeden Fall schon brauchbar. Niederreißen spielen wir. Was halt auch nicht so viel bringt. Nimm's gelassen. Und ich zieh Blutbad, natürlich.
Okay, das könnte jetzt echt unangenehm werden. Das könnte mal so richtig unangenehm werden. Ich muss halt jetzt Schaden machen, das geht so nicht. Naja, 45. Okay, ja, das war's, ne? Also, ich krieg dich so nicht kaputt. Ich könnte... Ja, toll, was soll ich denn da machen? ...48. Doppeltreffer ist ja schön und gut. Oh mein Gott. Das war ja überhaupt nicht glücklich. Die Wirbelwind! Oder nochmal die Mondform. Interessant. Ada, das würde ich trotzdem nicht nehmen. Das sind alles so Karten, die ich schon irgendwie nehmen würde. Wirbelwind, ja, ich habe jetzt einmal Flächenschaden. Ich muss schneller Stärke kriegen. So, ausruhen. Ja, mit 43 Leben komme ich da, glaube ich, nicht so weit. Machen wir das direkt so. Dann einmal Blutbad. Dann nehmen wir das noch total... Ja, okay. Mann, ey. So. Nochmal Blutbad. Ja. Ich nehme jetzt Wirbelwind, weil das ist alles so... Dann machen wir das. Dann machen wir das. Dann... Spielen wir das einmal. Ich habe jetzt nicht noch eine Karte gezogen, weil ich die Befürchtung habe, ich ziehe direkt Dämonenform. Ja. ...16×2. Gut, wir haben nichts gelassen. Wir haben Bumerangschwert. Wir haben hier auch Verteidigen. Dann muss ich das wohl jetzt doch eher erstmal spielen. Schweres Schwert. Ich muss halt schon auch gucken. Das ist doof. Doppeltreffer und dann nehme ich Bumerangschwert. Ich habe zu wenig Leben. Flammenwall ist schön und gut. Das ist halt Artefakt. Ah, ist das doof. Ich hätte doch auf den Elite-Gegner verzichten sollen. Ich hätte es echt machen sollen, aber ich dachte mir, hey, ich gehe die ganze Zeit hier Elite-Gegnern aus dem Weg. Jetzt will ich den Kampf mal machen. Aber ich hatte schon die Befürchtung, gerade wenn das so lange dauert, dass ich dann echt Stärke kriege durch die Mondform. Und das ist auch das, was ich am Anfang gesagt habe, genau das Problem. Wenn das so lange dauert, dass ich die Karte ziehe, und dann dauert das ja auch erstmal ein paar Runden, bis ich dann Stärke bekomme. Und dann lohnt sich das auch erst später, dass ich die dann verdoppel. Und dann zieht sich das so lange hin und ich kriege die ganze Zeit Schaden. Na gut, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.